Im Rahmen des Styriat in Graz kam es kürzlich in der Helmut-Liest-Halle an einem Abend unter dem Motto »Mein göttlicher Richard«, gemeint war der Komponist Richard Wagner, zum Zusammentreffen zweier großer Künstlerinnen, der Schauspielerin Senta Berger und der Opernsängerin Elisabeth Kuhlmann. Ja, erstens mal ist es eine große Ehre, aber es passt ja auch wunderbar, weil Senta Berger liest Cosima und ich bin die Konkurrentin, die Mathilde Wesendonck. Also es ist schon ganz gut, wenn da ein Kontrast ist und eine Konfrontation und eine Konkurrenz. Wenn man die beiden Rollen besetzen möchte, dann kommt man auf die beiden Damen. Das ist eigentlich fast logisch. Richard fühlt sich nicht wohl und ist sehr deprimiert. Am Schluss des Frühstücks sagt er, er hasse sich, weil er mich plage. Sie hat eine wunderbare Sprache, eine so vornehme, zurückhaltende, aber ausdrucksstarke Mimik. Großartig. Wenn Sie also einer Opernsängerin zuhören, bedauern Sie, dass Ihnen Gott nicht auch eine Singstimme geschenkt hat? Ich meine, Sie haben Platten gemacht. Nein, das stimmt schon, Sie haben vollkommen recht. Die Musik ergreift einen so unmittelbar. Ja, das kann die Sprache nicht. Und ja, das bedauere ich schon sehr. Das wäre natürlich die Erfüllung gewesen. Ja, da bin ich ja froh, dass ich ihr irgendwas voraus habe. Ich habe halt mehr getrellert. Ich habe gerne getrellert. Also so ist es wieder nicht. Und es ist auch gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Aber es ist halt eine kleine Stimme. Ne? Ich meine, in der Blüte ihrer Schönheit mit ihren Kurven ist sie natürlich einzigartig und unvergesslich. Ne? Männertraum. Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Ja. Sie war immer ein sehr schönes Mädchen. Und sehr selbstbewusst, ja. Eigentlich. Und ich bin auch gemeinsam mit ihr in der Fahrschule gewesen, im Höllriegel damals. Das war so. Wer hat den Führerschein schneller gemacht? Sie oder? Das weiß ich gar nicht genau. Ich bin beim ersten Mal durchgeflogen, beim Motorrad.